kratzen. So, in diesem Sinne begrüße ich euch zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Lin. So, und ich habe gerade ein neues Deck erstellt, und zwar den, wie nennt sich der, Legend Doomsday Tempo Shadow Wook Shaman von Asmodai. Ja? Legend Deck Shutterstock Tempo. Tempo von Asmodai, wie gesagt. Ne? Immer hier schön den Deckersteller mit benennen. Und da musste ich mir natürlich auch wieder zwei legendäre Karten herstellen, die mir noch gefehlt haben. Und zwar einmal die Elise. Die werde ich aber auch im wilden Modus noch das ein oder andere Mal verwenden, denke ich. Die bringt ja ganz gut Value. Und dann noch hier den Grauselwurz. In der Tat, den hatte ich noch nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Deck sich so spielt. Aber wie gesagt, ich habe das gerade erst erstellt. Ihr kennt das bei mir, ne? Also das Deck noch nie gespielt und so. Erwartet nicht zu viel. Erwartet nicht zu viel. Ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Demolition Hexenmeister. So. Das Bier wird mir gehören. Boah, ich glaube, den behalte ich mal. Hexenmeister, ne? Könnte Su sein. Ah, ja, ich behalte die Hand mal genau so, wie sie ist. Genau so, wie es ist. Asmodai. 15.000 Dust kostet dieses Deck. Ist nicht günstig. Ich nehme ein Buch. Nehmen Buch, das heißt noch gar nichts. Aber die ganzen Hexenmeister momentan, die sind ja alle auf dämonischem Projekt und so. Und ja. Deswegen schauen wir mal. Meine Zähne quietschen, meine Krallen kratzen. Jetzt kann ich es endlich auch mal machen, dieses nervige Schamanen-Shutterstock-Dingsy-Bumsy. Nee. Weil es einen Hellfire hat. Ja, das sieht mir sehr nach dem typischen Gut gespielt. Geile. Da freut sich mein Schlamm. Easy come, easy go. Geiles Deck. Also, der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr gut. Klar, jetzt kommt hier ein Entwein und all so ein Käse oder ein Höllenfeuer oder... Naja, Entwein.
Ich sag euch eine Sache, das ist mir völlig egal, weil ich mache ihn jetzt voll nass hier. Ja, ja, mach du. Ja gut, das ist jetzt nicht der Beste für 5 Mana, ganz ehrlich, aber... I don't care! Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll, man hat so viele Optionen! Ja, das war jetzt voll sinnlos. Egal. Ich glaube, im nächsten Zug baller ich mal hier die Siegel raus. Die Evolution ist weg. Ist nicht so geil. Boah, ich glaube, das könnte eins meiner Lieblingsdecks werden, so wie ich das sehe. Das hat auf jeden Fall Potenzial. So viel kann ich schon mal sagen. Mein Meister wird zurückkehren. Dunkelheit, sieht auf. Ein dämonisches Projekt schon auf der Hand hat und ob der daran denkt, aber er muss natürlich auch das Glück haben, ne? Das, ihr wisst schon, was ich meine. Sakrileg. Ich hätte das noch früher machen müssen. Dämonisches Projekt failed. Und dämonisches Projekt failed. Geil. Hammer geil. Geil. Ich hab voll Bock auf das Deck. Es macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß, Leute. Ich muss mir gleich nochmal was zu trinken holen. Ah, ich will ja keine Werbung machen, aber ich stehe momentan total auf dieses Brausezeug. Meine Zähne quietschen. Meine Krallen kratzen. Boah, ey, wenn ich... Also, ich glaube, ich habe hier nochmal ein bisschen Potenzial für ein Road to Legend. Grüße. Mit dem Deck. Weil mir das echt Spaß macht, ne? Schon in der ersten Runde. Also, es macht mir echt Spaß. Das hatte ich zuletzt beim Odd Paladin in Wild. Prinz, der Prinz Köt. Ist da nicht auch der Prinz drin? Ja, ich habe auch den Prinzen drin. Oh, wow. Lacker, ne? Ah, ist nicht so geil.
Da hat er echt Glück gehabt, ne? Das ist unglaublich. Ja, Überladung will man gar nicht haben. Naja. Nee, das läuft nicht. Die Runde. Shuffle. Come on, buddy. Just do it. Nicht mal den Effekt ausgelöst. Puh, boah, bitte lass mich das gewinnen. Verwandelt alle. Wo ist mein Hero? Oh. Okay.
nicht viel Zeit bedeutet. Ist auf jeden Fall mega witzig, das Deck. Er hat natürlich auch zweimal den Prinzen gespielt, direkt am Anfang mit Schattenschritt und so. Und schon mal erschwerte Bedingungen. Auch nicht so mega viel Card Draw drin, oder? In dem Deck. Oh, okay, das ist bitter. Okay, das ist richtig, richtig bitter. Angreifen. Stampf, stampf, macht Spaß. Ja. Mir fällt nichts ein, was mich noch retten könnte. Selbst das nicht. Verderb die Bäume! Ah, komm. Ah, der hat aber auch zugegebenermaßen, komm. Der hat echt Glück gehabt mit seinen Doppelprinzen da. Asmodai. Wie viele Zauber habe ich denn überhaupt in dem Deck?
Das ist cool. Spott-Totem zur richtigen Zeit. Okay. Ah, mein Prinz. Wahrheit findet sich im Ton. Das ist natürlich. Geil. Ein bisschen spät der Prinz, aber das ist schon gut. Und auch kein Doppelprinz wie in der letzten Runde mein Gegner, aber ein Prinz ist auch schön. Blitzpower! So, dann kann ich im nächsten Zug, glaube ich, mal die hier machen. Das Deck gefällt mir sehr gut. Ist auf jeden Fall in meiner engeren Auswahl. Just do it. Ich könnte natürlich auch jetzt das auf den draufhauen, ne? Aber naja. Ein Pack. Stimmt eigentlich. Die Undogo-Packung. Ich habe ja die Legendary jetzt erst gecraftet. Ist das auch ein Zauber? Ich glaube schon, ne? Dann kann ich nämlich mit der kombinieren. Dann kann ich ja zweimal das Pack öffnen. Das wäre geil. Boah, eine 2-2er im Ernst. Schade. Aber 4-6 fand ich schon in Ordnung. Vielleicht hätte ich auch weiter da drauf machen sollen. Da muss ich mich halt erstmal noch einfinden. Okay. Oh.
Erhebt euch. Boah, das könnte ich auch mit dem kombinieren. Und nächster Zauber in diesem Zug wird zweimal gewirkt. Boom. Na gut, ich habe jetzt Zauberschaden liegen, aber dann sind da 3, 6. Bam. Bocht Clear Deluxe. Okay, ich greife nicht an mit dem. Ah, ist da mit Sicherheit eine Eiskältefalle dabei. Aber ich könnte das hier einfach spielen. Oder? Ja, komm. Dann spiele ich das und das. Greife ich mit dem an. Ach ja, komm, egal. Wird eine Eiskältefalle sein, ja. Aber ist egal. Das haben wir gewusst. Ist nicht schlimm. Dafür ist die schon mal ausgelöst. Und wir haben im nächsten Zug 10 Mana. Können hier Combo machen. Das mit dem. Boom. Ganze Board voll und alle sind zwei mehr. Das wäre natürlich richtig geil. Boah, das kostet. Das kostet, mein Freund. Das kostet. So viele Secrets. Verderbt die Bäume. Soll ich das auslösen oder nicht? Ah, ist wahrscheinlich alles kaputt, ne? Alles kaputt. Natürlich ein Schweinchen. Boah, so viele Secrets, ne? Eiskältefalle. Sprengfalle schon mal. Ja. Eiskältefalle, war klar. Was noch? Okay, das schon mal nicht. Waffe ist weg. Ah, ich hätte auch Liesel gehabt, glaube ich, ne? Elektra, ja gut, nicht wirklich. Oder? Ne, ich glaube nicht. Knapp nicht. Knapp nicht.
Geil. Ein sehr angenehmes. Ein sehr, sehr angenehmes. Also, das Deck werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Die Tage. Endlich mal ein Schamanendeck, das mir gefällt. Wir machen jetzt nochmal eine Packung auf. Ich habe 100 Gold gekriegt. So. Ansonsten. Hoffe ich, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal.